Düsseldorf, meine Damen und Herren, hat sich zu einem Punkerzentrum in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Besonders in der Umgebung einiger Altstadtkneipen versammeln sich die Jugendlichen mit den grellbunt gefärbten Haaren, den Ketten und Rasierklingen und den alten Ledermonturen. Für den Normalbürger oder vielleicht sollten wir besser sagen für den Durchschnittserwachsenen sind sie nicht gerade das, was man vertrauenerweckend nennt. Unterstützt durch den Bierkonsum kommt es so zu Reibereien zwischen Punks und anderen Altstadtbesuchern. Wir wollten einmal untersuchen, inwieweit die Düsseldorfer Punks noch etwas mit den Anfängen dieser Bewegung, nämlich den Problemen der Slums englischer Industriestädte zu tun haben oder ob es in der Modestadt eher um Kleidungsprobleme geht. Und wenn Sie mir noch eine persönliche Bemerkung gestatten, ich war neulich in einem Punk-Rock-Konzert und fand die Musik zwar laut, aber langweilig. Aber wahrscheinlich haben meine Eltern genauso über die Beat-Generation von damals gedacht. Die Ratinger Straße in der Düsseldorfer Altstadt an einem Freitagnachmittag. Noch ist es ruhig. Nach wie vor treffen sich hier Punks aus ganz Nordrhein-Westfalen, obwohl sie fast überall Lokalverbot haben. Gängige Klischeevorstellungen über die schwarzen Ledertypen mit den grell gefärbten Haaren, auch bei diesen Geschäftsleuten. Ist denn belästigt von Punks? Ja, teilweise mit die Waren. Gucken Sie mal da an, die Waren, sie sind all verkratzt. Ne? Die setzen sich da drauf und das interessiert denen ja nicht. Ne? Können Sie mir denn überhaupt mal einen Punk beschreiben? Wie stellen Sie sich denn vor? Ja, gucken Sie da, filmen Sie da, stehen ja, da. Nee, wie? Sie wissen auch nichts. Gefärbte Haare, Lederjacken und so weiter. Ne? Meinen Sie denn, dass Sie die Punks mit anderen Gruppen, mit Rockern und Polos und so auseinanderhalten können? Ja. Ja, sicher. Woran erkennen Sie die unten? Ja, das sind die gefärbten Haare, ne? Was die haben. Und der Haarschnitt, die haben die so glatt, sondern bloß so, wie so eine Hahne kam. Wie so ein Sioux-Indianer. So. Die Punks, die in verschiedenen besetzten Häusern in Düsseldorf Unterschlupf gefunden haben, sind heute Nachmittag an der Neusser Straße. Ihr Verhältnis zu den Müslis, wie sie die sogenannten Instandbesetzer verächtlich nennen, ist neuerdings gespannt. Die Ideologien sind zu verschieden. Ich kann es ganz einfach so sagen, wir scheißen auf die Scheißgesellschaft. Kurz gesagt. Und wir versuchen, uns auch rein äußerlich ein bisschen davon zu distanzieren. Wobei wir auch ziemlich viele Schwierigkeiten kriegen, was uns aber im Prinzip gestört hat. Ja, da wird euch ja immer nachgesagt, dass ihr gewalttätig wäret und andere Leute verprügelt, alte Leute belästigt und so. Das liegt an dem, wer uns angreift. Ich meine, Anfang tun wir eigentlich nicht. Wir werden öfters angegriffen, weil wir eben so aussehen und da ist ganz klar, dass wir uns wehren. Ne? Wir machen ja vielleicht irgendwo auf eine andere Art, als die das erwarten, aber angreifen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir irgendwie Leute schon angegriffen haben. Man kann es ganz einfach so sagen, wa? Wenn jemand Bock darauf hat, uns anzugreifen, haben wir auch Bock darauf, die Leute selber Platz zu machen, wa? Warum habt ihr euch eigentlich jetzt alle so hier in Düsseldorf konzentriert? Ist die Stadt besonders schön, oder? Düsseldorf ist einfach ein Zentrum, wa? Von NRW. Und da das nochmal ein Zentrum ist, treffen sich die Leute auch hier, wa? Da ist eine Altstadt da, da gibt es genug Bier. Solange es genug Bier gibt, gibt es auch genug Preuß, die wir platt machen können. Ja. Vor allem gibt es da genug Leute, mit denen man sich irgendwie unterhalten kann, mit denen man sich treffen kann, die eben genauso sind wie wir. Ne? Das ist eigentlich Düsseldorf, ist eigentlich so von der Punkbewegung her schon unheimlich lange so das Zentrum. Das heißt nicht umsonst Landeshauptstadt. Fünf Tage währte der Straßenkampf um ein besetztes Haus in Düsseldorf-Holthausen. Doch nicht Polizisten haben sie dort vertrieben, sondern Prolls, jugendliche Proleten, wie die Punks sagen, in denen man die bürgerlichen Todfeinde sieht. Ihr fühlt euch als Aussteiger. Wir fühlen uns nicht als Aussteiger, wir sind die Aussteiger. Es war nicht nur von uns aus, sondern auch von der Gesellschaft aus. Damals sind wir eine ganz normale Jugend. Ja, wie stellt euch eure Zukunft so vor? Wird schon kommen, ja, Mann. Ja, Blut ist aber ja, ich meine, könnt ihr euch denn vorstellen, in 20 Jahren auch noch Punks zu sein? Ja, ja, solange ich nicht schläge. 20 Jahren gibt es uns sowieso nicht mehr, weil wir alle krepiert sind. Aber ist doch scheißegal, ey. Hauptsache wir haben gut gelebt. Ey. An diesem Freitagabend trifft man sich wieder an der Ratinger Straße. Verständlich, dass so manche Bürger beim Anblick der vielköpfigen Punktruppe ein Schauer überkommt, obwohl sie keinem etwas tun. Doch hier stehen sich zwei verschiedene Welten gegenüber und es scheint, als sei ein Kompromiss gar nicht mehr möglich. Einige Altstadtbewohner wollen mit Hilfe einer Bürgerwehr die Punks vor ihren Häusern vertreiben. Jene Jugendlichen, die ihnen einst willkommen waren, als sie in den Kneipen genug Bier tranken und Lokalen wie dem Ratinger Hof ein Flair von Exotik verliehen.
Die Punks haben den Wink verstanden, denn sie vermeiden möglichst jeden Zusammenstoß mit den Ordnungshütern. Hunde, die zwar laut bellen, aber selten beißen. Hier, in einem abgelegenen Teil der Altstadt, hoffen sie nun ungestört zu sein. Und in dieser Kneipe sind sie vorerst noch gern gesehen. Eine geballte Ladung überschüssiger Kräfte entlädt sich bei dieser dröhnenden, eintönig stampfenden Musik einer Gruppe mit dem beziehungsreichen Namen Nichts.